Pferde haben ihre eigene Sprache. Es dauert ein wenig, bis man sie versteht. Aber dann werden sie zu deinem besten Freund. Liebe Kinogemeinde, was derzeit durch die Lichtspieltheaterseele galoppiert wird, da wird einem fast schwindlig. Also hier Wendy der Film, Bibi und Tina, Ostwind, dann die ganzen Fortsetzungen dieser Filme. Ja, und los ging das Ganze in Deutschland 1955 mit Die Mädels vom Immenhof. Ja, und das war auch damals der Startschuss von der Karriere von Heidi Brühl, die hat nämlich die Dalli gespielt und das hat sie bis 1973 gemacht. Ja, in den 70er Jahren gab es noch Verfilmungen, in den 90er Jahren immer wieder wurde der Immenhof zum Leben erweckt. Ja, und die Filme guckt man auch immer wieder zu Weihnachten gerne im Fernsehen. Und jetzt kommt ein neues Abenteuer, und zwar das Abenteuer eines Sommers, und zwar vom Immenhof. Und ob das was mit den alten Filmen zu tun hat, das werden wir sehen, oder? Nein, also hat nichts damit zu tun, bis auf den Titel. Das ist also der berühmte Immenhof. Ich bin Charlie und das sind meine Schwestern Lou und Emmy. Erdan, Lou. Schon gut, Charlie, beruhig dich. Also wer Wendy der Film gesehen hat, der weiß im Prinzip, worum es in Immenhof geht, weil die Story ist ziemlich ähnlich. Der Laden steht vor der Pleite. Ja, und ich frage mich mittlerweile wirklich, warum diese Gestüte immer vor der Pleite stehen. Ja, hör mal, das kostet, das ist wahnsinnig teuer. Also nicht nur ein Pferd in der Anschaffung, sondern im Unterhalt. Also das ist irre, wenn du so eine Box haben willst. Ja, komm, es ist ganz schön teuer. Manchmal geht es aber auch um ein Pferderennen. Und oftmals geht es auch um ein Pferderennen, um den Laden vor der Pleite zu retten. Ja, aber in Immenhof geht es jetzt erstmal um Lou. Und Lou ist die mittlere Schwester. Also es hat zwei Schwestern. Der Papa ist leider gestorben. Und sie muss diesen Hof jetzt bewirtschaften. Ja, das macht die ältere Schwester, die dann aber Ärger mit dem Jugendamt kriegt, weil, oh, kann die sich überhaupt um die beiden jüngeren Schwestern kümmern? Aber die mittlere, die Lou, von dir angesprochen, die kennt sich ja wahnsinnig gut aus mit Tieren. Ja, und sie hat nämlich ein Talent geerbt von ihrem Papa, der war so richtiger Pferdeflüsterer. Und sie weiß es aber noch nicht. Ach, Harry Potter. Jetzt probiert sie das da aus. Und es kommt aber auch noch eine Liebesgeschichte dazu. Also sie trifft auf einen YouTuber aus der Stadt, der bei ihr Sozialstunden ableisten muss, verliebt sie so ein bisschen in ihn und muss sich irgendwann mal entscheiden, ob sie ihre Landliebe, also ihren besten Kumpel, besser findet oder diesen YouTuber. YouTuber, ne? Hier, flashing hot new, total modern. Ja, und dann gibt es ja auch noch diesen Bösewicht, also vom Nachbargestüt. Boah, dem geht's ja super prächtig, aber der bezichtigt sie des unsachgemäßen Umgangs mit einem Pferd, das ihm ja abgehauen ist. Das ist dann im Sumpf gelandet und die haben es rausgezogen. Angeblich haben sie es dann noch verletzt. Hör mir auf, also da geht's ja drunter und drüber beim Immen. Oder sagen, du hast die Fähigkeit deines Vaters geerbt. Mein Vater hatte schon immer ein Talent dazu, Pferde zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Ich vermisse ihn. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen mehr ins Familienleben einbringen. Nicht immer nur verkriechen. Tu ich doch gar nicht. Doch, Lou, du bist voller Problemiker. Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Und wenn schon. Herr Manningrode ist stinksauer. Ist ja ganz was Neues. Es wird ein böses Nachspiel geben. Er musste das Rennen absagen, weil Cagliostro sich weigert, in den Anhänger zu gehen. Ja, wir sind hier, um herauszufinden, woran das liegen könnte. Möglicherweise hängt das mit dem Moor zusammen. Wie gesagt, ich habe ihn dann nur zufällig entdeckt. Wie lange er schon drin steckte, weiß ich nicht. Aber ich vermute eine ganze Weile, weil er müde und erschöpft war. Und dann haben wir ihn rausgezogen. Kann ich ihn mir ansehen? Auf gar keinen Fall. Herr Manningrode möchte nicht, dass sie noch einmal in die Nähe seines Pferdes kommt. Gut, dann ist das Gespräch hiermit beendet. Charlie, kann ich dich mal kurz sprechen? Unter vier Augen, bitte. Meine Schwester kann bleiben. Ich habe wirklich versucht, ihm die Kündigung des Vertrags auszureden, aber... Was will er mit dem Hof? Ich verstehe es nicht. Keiner von uns. Es geht nicht nur um den Hof. Es geht auch um die Stute. Holly? Ich hab's gewusst. Sein neuer Champion macht Probleme und jetzt braucht er unsere Holly, um sein lädiertes Image wieder aufzupolieren? Ich bin hier, um euch ein Angebot zu machen. Sag Manningrode, Holly ist unverkäuflich. Charlie, kommt zur Vernunft. Ihr habt keine Chance. Manningrode bekommt immer, was er sich in den Kopf setzt. Und er wird alles in Bewegung setzen, um sie zu bekommen. Es ist soweit. In 6 Tagen müssen wir den Hof räumen. Was? Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Nein, nicht Holly, nicht sie. Lou, wir finden eine Lösung, Lou.
ich hole dich wieder zurück. Breaking News. Heidi Brühl ist diesmal nicht dabei. Nee, diesmal ist Lea Holtwig dabei. Und die befindet sich absolut nicht auf dem Holzweg. Bislang eigentlich eher als Model tätig. Mit der Schauspielerei hatte sie noch nicht so viel am Hut, aber sie macht ihre Sache irrsinnig gut. Ja, die spielt die Lou wirklich extrem sensibel und das macht sie großartig. Sehr authentisch. Sehr authentisch. Sie kann auch mit Pferden umgehen, das sieht man sofort in diesem Film. Und an ihrer Seite steht Max von Thun und der Heiner Lauterbach. Heiner Lauterbach ist auch dabei. Der spielt ja den Bösewicht vom Nachbargestüt. Also tolles Ensemble. Hey Lou, wir sind echt am Ende. Kann ich die wegtun? Die Pferde brauchen sie im Winter. Falls sie dann noch hier sind. Und wir. Hey, ich hab den Dad gegoogelt. Der war ja ein richtiger Hero, was Pferde angeht. Ich war mir gar nicht klar, dass Pferde Fluchttiere sind und Menschen... Kampftiere? Weswegen die Kommunikation zwischen ihnen manchmal auch so schwierig ist. Du, die Pferdeflüsterin. Na Quatsch, bin ich doch gar nicht. Also, ich kenne mich ja nicht aus, aber wenn du mich fragst, dann hast du mehr Ahnung als alle Jungs da draußen. Daran merkt man, dass du wirklich keine Ahnung hast. Alle sagen, du hast die Fähigkeit deines Vaters geerbt. Hey. Dein Dad hat sich nicht getäuscht und ich täusche mich auch nicht. Das musst du noch so selber nicht glauben. Bist du hier? Mats, was machst du denn hier? Stören, wie ich sehe. Wir unterhalten uns nur. Unterhalten ist aber nicht das richtige Wort. Ey, pass auf, was du sagst. Was sagst du? Du sollst aufpassen, was du sagst. Du hältst dich hier raus. Du hast hier gar nichts zu melden. Hast Mats, du mich verstanden? Auf. Du mich verstanden hör hast. Auf. Mann, der Penner soll denn zurückgehen, wo er gekommen ist. Bildest du dir wirklich an, das zu schaffen, woran alle Profis bisher gescheitert sind? Ja. Schaffen wir das. Ja, was hat denn nun Immenhof, das Abenteuer eines Sommers, mit den alten Immenhof-Filmen zu tun? Ja, so gar nichts. Bis auf den Titel. Bis auf den Titel. Ja, sag ich doch. Ja, und man hofft natürlich, dass man mit dem Titel auch die Immenhof-Fans ins Kino bekommt. Der Film erzählt wirklich eine schöne Geschichte und die ist sehr bodenständig erzählt im Vergleich zum Beispiel zu Ostwind. Nicht so weichgespült, nicht so verklärt, nicht so, ach, Tierromantik in Zeitlupe und wann ist das Pferd wieder zu sehen? Guck nur, wie schön es ist und die Muskeln und das Fell. Ja, aber man nutzt auch diese Pferderomantik trotzdem und das muss natürlich auch bedient werden, weil alle Pferdefans wollen das natürlich auch sehen. Der Film begeistert eher so die kleineren Mädels. Die Erwachsenen werden ein bisschen ein Problem haben mit der Geschichte. Was ist passiert? Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Du hast eine Chance gehabt.